ready for another violent round of Platypo Spartaka! And fight! Coward move! Power attack! Feather kneecap! Cervical vertebra breach! Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Aber ja, Go sieht gut aus. Wahrlich. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Ich habe ja versucht, der Anleitung zu folgen. Wenn sie mich anguckt, dann muss ich da klicken, um da zu blocken. Und wenn ich sie angucke, muss ich bei ihr klicken, um bei ihr Schaden hinzuzufügen. Das ist mir alles zu hoch. Da geht's zur Arena. Okay. Hey, lustige Augen sind weg von der Schrottgrabber. Okay, also Krawall-Goal müssen wir im Schnabeltier-Bataka besiegen. Was meiner Meinung nach schon schwer genug ist. Okay, Go im Bataka-Kampf besiegen. Interessant. Können wir das vielleicht überspringen? Ich würde nämlich irgendwie unglaublich gerne... Naja, und also auch die anderen Sachen machen und so. Ja, ich weiß nicht, ich... Hier unten sind wir scheinbar fertig, wenn wir gucken. Schrottkrabben auf den Gondoliero hetzen. Ja, haben wir gemacht, haben wir hingekriegt, läuft. Okay. Ist Wächterei. Ich werde mich nochmal nach Bellevue verziehen. Ich muss es doch irgendwie auf die Reihe bekommen, hier an dieses dämliche Ei heranzukommen. Au! Ohne mir ständig die Hake vor den Gusche zu hauen. Aber wie soll das funktionieren? Hat vielleicht er ja noch irgendwas? Vielleicht kann er was noch sagen. Klopf, klopf. Du schon wieder? Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Ja. Nur hör doch mal jetzt auf zu meckern. Klatz, Matz, der Gärtner. Stör mich nicht. Ich hab gleich Feierabend. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ich finde das so toll. Kann man vielleicht mit dem... Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Na dann, mach Feierabend. Ich verstehe jetzt, die Frage nicht und so, weißt du? Ich bin Klopapier an der Haken. Au! Ich finde das einfach zu lustig. Ich komme jetzt aber auch hier nicht vorbei, ohne mir diese dämliche Hake ins Gesicht zu schlagen. Wir müssen doch irgendwas... Au! Wie kriege ich denn diese dämliche Hake da weg? Das ist doch zum Mäusemelken. Gucken wir mal,
Wir haben ein Flusensieb. So weit kommt's noch, dass ich mit bloßen Händen das Flusensieb meines Versagers von Vater reinige. Nimm bald den Handstaubsauger. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Hey, da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Flagomat geschüttet habe. Ah. Vielleicht kann ich sie nochmal verwenden. Aha. Zurück auf Vollmast. Ich bin so dämlich. Lalalala. Magere Ausbeute von solchen. Da dachte ich, ich wäre intelligent und habe jetzt aber eine stark gespannte Windhose mit Ei. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann. Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Ernsthaft? Vielleicht können wir was mit dem Klopapier auffallen? Hehe, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Und dann... Hilfe! Ja, genau das wird passieren. Genau. Hey, mein Schnabel. Oh. Kommst du auch wieder, Rune? Wow. Eine makellose Sausebahn. Cool. Können wir noch irgendwas machen? Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Okay. Muss ich hier irgendwie an das Flugschnabeltier kommen. Was sei hier so lustig? Oh, Rufus, nun mach mal jetzt hin hier, dann noch keine Zeit. Gib doch mal ein bisschen Yummy auf der Achsen. Ja, können wir jetzt vielleicht mit dem Windows anfangen? Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Vielleicht mit der Hake. Au! Au! Das ist zu toll. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Aber wie kriegen wir die jetzt? Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Und wo kriegen wir jetzt? Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Ah, zum Beispiel? Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Ach, na gucke mal nach Schau. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Vielen Dank und so. Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. Yay. Yeah. Ich sollte es zu seinem Nest bringen, bevor es in die Mauser kommt. Ja. Weil ja Schnabeltiere mausern. So, welcome home, baby. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Der Blick ist badass. Flugschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Ja, das bin ich. Okay, das lief doch erstmal soweit ganz gut. Feuerschnabeltier, check. Flugschnabeltier, check. Wasserschnabeltier, naja, mehr oder weniger. Erdschnabeltier, nein. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Ach, ja. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde.
Wir haben ja effektiv das Ding jetzt schon... Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost in so ein Mech. Kann doch unmöglich... Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Ja, das ist richtig. Mit dem legst du dich besser nicht an. Okay. Gut, zurück zur Ausgangssituation. Wie, bitteschön, kriegen wir jetzt diese doofe Hake in unserem Besitz? Au! Wir haben jetzt Flusen, aber was sollen wir denn bitte schon jetzt mit Flusen anfangen? Vielleicht können wir die ja Crane geben. Hier, guck mal, ist die Asche der Mutter zurück. Seine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Ja, gut, dann behalte ich die Flusen eben. Pff, was hast du davon? Gebe ich sie dem Glatzmatz im Gärtner. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Okay. Stör mich nicht, ich hab gleich Feierabend. Ja, eine Zuckerdose. Stör mich nicht! Ich hab gleich Feierabend! Hier ein Glas Wasser nach so langer hey, Arbeit. Finger weg von dem Baum! Okay. Stör mich nicht! Ich hab gleich Feierabend! Oh, nur halt die Busch. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnob oder wofür. Ach, eieiei. Alt kann ich einen Zoo? Oh, Junge! Ich muss meine Sachen nicht. Ich will ein Ruderwurf. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ich brauche doch bloß den Köder, oder? Und ich frage mich ganz ernsthaft, warum ich eigentlich dieses Brot in dieses hässliche Vogelhaus getan habe. Das hat irgendwie null Sinn ergeben. Ja, vielleicht kann mir Papa noch was sagen. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dann... Wegen des Dates. Nun druckst nicht so. Was willst du? Was muss ich... Die Schnabeltiere... Wie du das... Deal. Verstehst du spät? Ich... Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Falls sich jemand wundert. Erzieht nicht mal bei Achtjährigen. Genau. Wir haben das, glaube ich, in der Folge oft genug gehört und daher werde ich mich jetzt nicht mehr weiter mit aufhalten. Soweit kommt's noch. Okay. Wir haben genug Wasser. Ja, aber ich doch nicht. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Mal Flüsse reinmachen. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Ach, Salam ist ein Spielverderber. Okay. Oder auch nicht okay. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Mit diesem Klopapier, aber ich mag es auf das. Was könnte ich? Wimmel. Ja, was könnte ich denn noch alles abschmirgeln? Da gibt's eine. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio.
Die Gurke der Erkenntnis. Interessant. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool. Goldenen Drachen der Unsichtbarkeit besorgen? Ich hab doch bloß eine Gurke. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Ich muss meine Sache. Ich will einen Ruderwurf. Die Idee war bereits lang. Die Idee. Ich will nicht, dass es kleben. Erkenntnis. Jetzt auch in Scheiben. Nicht mal ein Kratzer. Ich brauche wohl besseres Werkzeug. Ich habe eine Idee. Wir könnten es ja mal mit dem Schredder im Gadget Shop versuchen. Jo. Schredder mal die Gurke. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Okay. Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. Aber warum hat er... Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Er zeigt mir jetzt im Questlog an, dass ich den Goldenen Drachen der Unsichtbarkeit besorgen abgeschlossen habe. Aber das habe ich doch noch gar nicht. Eine Erkenntnis bekommen. Ich brauche keine Erkenntnis, um diese miese Gurke zu knacken. Nicht mal ein Kratzer. Ich brauche wohl besseres Werkzeug. Aber was ist denn besseres Werkzeug für die Gurke der Erkenntnis? Vielleicht der Saftpressenhut? Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber... Oh, Gurke der Erkenntnis! Offenbare mir deine Weisheit! Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Okay, dann besorgen wir uns mal die Brille. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Das war jetzt gerade irgendwie echt, weiß nicht. Au! Wie seltsam. Unzerstörbar Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Können wir die denn kaputt mit Brasilienwasserfisch vielleicht? Entschuldigen Sie, aber ich muss Sie darauf hin. Okay. Die Sonnenbrille, der sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil! Ha. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte es sich ja nicht so... Warum steht eigentlich in Quiek oder Ratten? Die Sonne sieht auch... Ups. Ah, falsch hast du. Dann wollen wir da mal runtergehen. Au! Okay. Es tut mir... Aber es ist nicht... Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann.
Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Hm. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Na nu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, hast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Achso. Oh. Ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Oh. Aha. Ist ja schon gut. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Ja, Rufus kriegt alles kaputt. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich habe diesen dämlichen Drachen der der Unsichtbarkeit. Oh yeah. Da quietscht mir noch der Stuhl am Arsch. Okay. Wir müssen jetzt nach Klein-Venedig. Und ich schätze mal, dass wir jetzt... Wollen wir es wagen? Wir wagen es. Aber erst in der nächsten Folge. Und hier mache ich eine abrupten...